Schönen guten Morgen um Punkt 10. Wenn wir sagen Punkt 10, starten wir nicht Punkt 9.59 Uhr. Das als kleines Augenzwinkern zum Start. Wenn Sie also um 9.59 Uhr noch nichts hören, ist es richtig so, weil Punkt 10 muss natürlich um Punkt 10 Uhr starten. Wie heute am 22.07.2016. Hier spricht Admiral Markets, hier spricht Berlin. Jens Schanowski ist mein Name. Mir gehören die ersten zwei Minuten mit dem Performer-Dingen, wie zum Beispiel auch den Titel vom Webinar nochmal benennen mit einem Augenzwinkern. Das musste heute mal sein, weil ein, zwei Leute wieder gefragt haben. Nicht böse gemeint, einfach nur, dass sie dann auch natürlich erst um Punkt 10 Uhr was hören. So, legen wir direkt los mit den Folien, wie immer. Punkt 10 ist der Titel. Sie haben es schon gehört, ich habe es gesagt. Und natürlich zu Beginn bei Admiral Markets auch immer Risikohinweis. Es geht bei uns immer um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte. Bei allen Hebelprodukten ist es identisch, also auch wenn Sie Optionsscheine, Futures, Hebelzertifikate, was auch immer betrachten. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinnmöglichkeiten, Hauptgrund, Hebelprodukte zu traden. Leider aber auch, wenn Ihre Marktstrategie nicht aufgeht, Sie auf der falschen Seite vom Markt sind, die Verluste. Ist deswegen nicht für jeden geeignet. Bevor Sie mit echtem Geld loslegen, starten Sie am besten mit einem Demokonto. Machen Sie mit dem Trading, der Handelssoftware und dem Risikomanagement und dem Hebeleffekt ausreichend vertraut. Und wenn Sie sich dann sicher fühlen, gerne mit einem Echtgeldkonto starten. Execution only, bitte nichts, was Sie bei uns sehen und hören, als Anlageberatung missverstehen wollen. Das gibt es bei uns nie. Wir machen immer nur einen allgemeinen Marktausblick, geben allgemeine Informationen. Ihre persönliche Lage können wir dabei nie berücksichtigen. Also bitte nichts als Empfehlung zum Kaufen halten oder Verkaufen missverstehen wollen. Kompletten Warnhinweis, wenn Sie möchten, auf unserer Webseite hier unten rechts als Link blau markiert auch hinterlegt. Ja, auch bei Punkt 10 bitte nicht zum Nachtraden eingeladen fühlen, darum geht es nicht. Bei Punkt 10 geht es darum, zusammen einen Blick über die Schulter eines Daytraders zu werfen. Wie bekommt er die Trading-Idee des Tages? Wie managt er den Trade? Und so weiter und so fort. Schön, dass Sie auch hier heute dabei sind. Heute ist Freitag, deswegen wird der Dirk Fitschewski gleich übernehmen aus Frankfurt. Wenn Sie sagen, 5 Tage, 5 Trader, jeder hat seinen eigenen und anderen Stil, ich möchte auch mal andere Stile kennenlernen, dann ist am Montag Berlin dran, Dienstag Würzburg, Mittwoch München und Donnerstag Stuttgart. Wenn es die Zeit erlaubt, gerne auch mal die anderen teilnehmen an den Webinaren oder auf YouTube die Aufzeichnung wenig später dann immer genießen, wenn Sie denn möchten. Wir haben nämlich etwas zu sagen, Reden ist Gold, derzeit über 10 Live-Webinare die Woche. Wenn Sie die anderen nicht kennen, der Link auch hier hinterlegt, Sie können sich zu den allen kostenlosen Webinaren anmelden und wir bleiben nie stehen. Im August können Sie sich über ein weiteres regelmäßiges freuen, da wird es dann nämlich heißen, Handeln mit Strategie. Wir werden Woche für Woche ausführlich in 30 bis 45 Minuten einen Indikator in allen Details vorstellen. Können Sie sich darauf freuen. Mein Kollege Georg und Aaron wird das dann als Moderatoren übernehmen. Ja, und noch wenige Tage, den ganzen Juli, dürfen Sie, wenn Sie möchten, den DAX bei uns kostenlos traden. Wenn Sie noch nicht teilgenommen haben an der Aktion, wir feiern Geburtstag, 5. Geburtstag in Deutschland und da gehen die Geschenke an Sie. Alle Details dazu, um den DAX kostenlos zu traden, finden Sie natürlich auch auf admiralmarkets.de. Und wenn Sie mit uns sprechen möchten, per Telefon, Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr ist der Service hier in Berlin erreichbar, rund um die Uhr per E-Mail oder den eben angesprochenen YouTube-Kanal. Wenn Sie denn mögen, können Sie dann die meisten Webinare dort nochmal anschauen und anhören oder an Freunde, Bekannte, die sich auch für die Börse interessieren, empfehlen. Das war's von mir, ganz, ganz schnell. Und damit, hallo, guten Morgen, lieber Dirk, du hast das Wort, du hast den Bildschirm. Dein Blick auf den Markt, deine Trading-Ideen des Tages und so weiter und so fort. Leg los. So, einen schönen guten Morgen, Jens. Einen schönen guten Morgen natürlich auch an alle Teilnehmer. Ich hoffe, man kann es soweit erstmal alles gut erkennen. Wir haben hier heute Morgen bereits eine offene Position im DAX und im Euro-US-Dollar. Eine im Plus, eine im Minus. Wenn man hier zunächst einmal, bevor wir da weiter in das Genauere reingehen, auf dieses Trade-Management jetzt achten. Wir haben jetzt hier einen Einstieg bei 10.142.5 Short. Stop-Loss ist aktuell 30 Punkte drüber, 10.172.5. Mittlerweile bei 20 Punkten, rund 20 Punkten. Man kann zumindest schon mal anfangen, hier den Stop-Loss nach unten zu senken. Man kann aber auch ganz einfach eines tun, dass man den Trade einfach jetzt mitnimmt. Ich tue das jetzt einfach aus den Veranschaulichungsgründen nicht. Unter normalen Umständen würde ich diesen Trade sofort eigentlich mit auf den Entry schon mal setzen, dass ich hier nichts mehr verliere. Eigentlich können wir das auch machen, bevor wir da lang um den Brei hier herum erzählen, setzen wir den Stop-Loss einfach hier direkt schon mal auf den Entry, 42,5, und so dass wir da jetzt gar nichts mehr groß verschenken. Das jetzt zunächst einmal als erster Schritt. Blick auf den DAX, allein schon mal heute ein ganz nettes Setup, wenn wir jetzt mal auf den DAX-Chart uns konzentrieren. Ich gehe mal
da ein Stück weit so, dass ich das jetzt mal ganz kurz verziehe, ein Stück weit nach unten, damit wir das ein bisschen genauer sehen. Wir haben vom gestrigen Tag, Handelstag, haben wir hier ein schönes Candle hier serviert hier bekommen. Gehen wir da nochmal auf einen 4-Stunden-Chart drauf, damit wir das auch ein bisschen darstellen, was hier das Hoch war. Wir hatten 10.197.1 hier in dem Bereich und nochmals 10.185.9 hier in den 4-Stunden-Bereichen. Also wenn wir uns an diese 10.197, die ich hier schon markiert habe, auch heute Morgen im guten DAX-Webinar hier bereits schon mal kurz angesprochen, dass wir das hier als sogenanntes Stop-Loss-Level hier oben nochmal im Hinterkopf behalten, dass hier diese Marke auch nicht überschritten werden sollte. Von dem Brexit hoch haben wir einen sogenannten Abwärtstrend über dieses Zwischenhoch von gestern angelegt und in diesem Bereich sollten wir jetzt hier auch parallel nochmal einen zweiten Stop-Loss-Level hier generiert bekommen. Der befindet sich hier dann im Bereich grob bei 10.172. Die hatten wir ja eben, diese 10.72er Ebene hatten wir eben als Stop-Loss-Level hier gesehen. Parallel haben wir hier einen Widerstand 1 bei Admiral Pivot hier 10.183.1. Das sind alles Dinge, wenn wir jetzt mit dem Short-Setup weiterfahren, wo haben wir unsere Kursziele? Zunächst einmal, erst einmal den Support 1, 10.074. Wir haben eine sogenannte 200 Moving Average, eine EMA, die im Bereich der 10.062 hier reinläuft. Und wir haben eine Moving Average, also 100er, die jetzt schon hier wesentlich weiter hier unten im Bereich der 9.932 hier liegt. Kursziele, einfach nur hier die ersten Stufen wären schon die 10.100 zu unterschreiten und darüber hinaus auf diese EMA schon mal aufzusetzen nochmal. Das wären halt eben im Bereich diese 1062, 1065 schon mal auf jeden Fall dieser Marsch nach unten wert. Sollte der Trade beispielsweise jetzt bei Version 1 ausgestoppt werden oder Version 2, sofern Sie dann beispielsweise mehrere Lots eröffnet haben, dass Sie einen schon bereits mitgenommen haben, den anderen mit dem Trade Management hier mit Stop Loss of Entry halt eben fahren. Über den Tag verteilt kann es mehrere Ansätze, mehrere Versuche brauchen. Das ist bereits hier der zweite Versuch, jeweils mit einem groben Stop Loss von ungefähr 20 Punkten. Wenn wir jetzt hier sehen, können wir natürlich im Tagesverlauf kurzfristig nochmal nach oben reißen, bis in die Richtung die 10.200. Ich halte es aber nach wie vor noch für ein interessantes Setup, Intraday hier bei solchen Spikes dann auf Short zu schwenken. Einfach aus dem Grund, weil wir hier schon in den US-Märkten zusätzlich auch eine Überhitzung hatten. Über die ganzen letzten 7, 8, 9 Handelstage, wenn man mal auch in S&P 500 guckt oder auch Dow Jones guckt, da ist es sehr gut gelaufen. Die letzten Punkte auch beim S&P 500 beispielsweise vom letzten Swing Low auf das aktuelle Zwischenhoch, das sind fast 185 Punkte. Das ist beim S&P 500 ein Haufen Holz. Da sollte man auf jeden Fall schon mal davon ausgehen, dass wir zum Wochenende vielleicht auch mal nochmal eine Gewinnmitnahme nochmal zusätzlich sehen, zu der, die wir gestern schon gesehen haben. Einstufung zu den Fibos beispielsweise. Wir haben ein letztes Zwischenhoch hier in dem Bereich. Daran angelegt, bei diesem Hoch von 9.811, angelegt an das Zwischentief, was wir hier haben, von dem letzten Swing Low bei 9.301. Daraus ergibt sich eine Fibo-Projektion 138.2 und 161.8, die wir hier zusätzlich markiert sehen. Ich gehe nochmal mit dem Laserpointer drauf. Im Bereich dieser 10.125 grob, das ist hier die 161.8er, mit der kämpfen wir hier schon eine ganze Weile. Und dann haben wir hier die weitere FIBO-Projektion, die ist schon fast glatt in Richtung 10.000 hier, 10.005. Das zum allgemeinen Setup. Das Setup Short soll jetzt erstmal bestehen bleiben, wenn wir ausgestoppt werden, wie gesagt, auf dem Entry. So, dann haben wir noch parallel eine Euro-US-Dollar-Position eröffnet, ebenfalls eine Sell-Order, hier im Bereich der 1.1025. Diese 1.1025 ist aktuell noch abgesichert mit einem 50-Pip-Stop bei 1.1075. Das gucken wir uns natürlich jetzt auch nochmal zusätzlich an. Hier haben wir noch parallel übrigens zu der DAX-Position natürlich noch Chart im Chart hier noch geöffnet. Allein da sieht man übrigens schon von diesem letzten Hoch hier der Runterzugs eine Abwärtstrendlinie gezogen, wo wir hier aktuell uns hier schön noch sauber im Abwärtstrend befinden. Gehen wir
Hier im Hintergrund reißt einer das Telefon ab, also nicht daran stören lassen. 1.10.30 aktuelle Position. Wir haben hier, was den RSI angeht, keinerlei Einstufung, was hier momentan noch für Neutralität spricht. Also das also auf jetzt schon mal gelöscht. Heute Morgen hatten wir bereits im Webinar kurz mal darüber gesprochen, was hier die allgemeinen Einstellungen angeht. Wir haben hier beispielsweise die EMA auch eingezeichnet. Gehen wir da auch ruhig auch mal nochmal auf den Tageschart drauf. Diese EMA 200er, die hier zwar noch nordwärts, deutlich nordwärts hier im Bereich 1.1180 grob betrachtet hier noch steht, die sieht momentan auch überhaupt nicht danach aus, dass sie nochmal rückwärts irgendwie mit Rückläufern erreicht werden kann. Die aktuellen maximalen Rückläufer, so zumindest aktuell von dieser FIBO-Analyse, könnten hier noch in dem Bereich des 50-prozentigen Retracements beim Euro-US-Dollar-Kurs laufen. Das ist hier grob die 1.1090 und wir haben eine 61.8er FIBO-Projektion, die hier in dem Bereich der 1.49 grob hier sich befindet. Als weiteres Kursziel dient übrigens auch für eine Abwärtsbewegung diese Brexit-Kerze, die wir hier sehen, die hier einen Zwischentief von einer Sekunde von, na, jetzt will er nicht, gehen wir nochmal auf eine Vergrößerung, was das hier angeht, das bei 1.910. Das wäre also auch eine weitere Stufe nach unten, was wir als Kursziel bei einem Short hier noch erwarten. Wie eben angekündigt, Rückläufer möglich in dem Bereich dieser 1.1090, durchaus möglich, aber wie auch bei anderen Märkten, wie ich das vorhin schon über S&P 500 sagte, aber auch über DAX sagte, also die sogenannten Equities, also Aktienmärkte, Aktienindizes, so kann es hier auch beim Euro-US-Dollar-Kurs zum Wochenende doch nochmal sein, dass wir vielleicht nochmal auch beim Wochenende hier noch einen Rückläufer zugunsten des Dollars erleben, sprich also die Short-Bewegung dann doch vielleicht hier zu favorisieren ist. Wer längerfristig in einem Short sich befindet bei Euro-US-Dollar, ob der den jetzt bei 1.11, 1.12, 1.13 oder sogar auch bei 1.10.50 jetzt schon zwischenzeitlich dazwischen schon eröffnet hat und den möglicherweise relativ weit begrenzt hat, auch das gibt es, dass man das mit einem anderen Swing-Trade-Setup mit einem längerfristigen fahren lässt. Das heißt also, dass man das aber auch sehr lange hält, mit Unterhaltezeiten von mehreren Wochen, manche sogar länger noch haben, dann verdient man letzten Endes pro Overnight den sogenannten Swap. Also man letzten Endes diesen Zinsunterschied, den man ja zwischen dem Euro und dem US-Dollar hier hat, der wird einem jede Nacht dann letzten Endes dann gut geschrieben. In dem Fall, wenn man Short ist. Bei Long sieht das anders aus. Also allein schon deshalb auf lange Sicht, auf längere Sicht, empfiehlt sich eigentlich das Grundsetup beizubehalten, Short Euro, US-Dollar. Da wird sich an der Zinsdifferenz aktuell und auch auf absehbarer Zeit wohl auch nicht viel dran ändern, wenn wir da Draghi und seine Kollegen da weiter interpretieren dürfen. Eine kurze Geschichte noch hier zum Bereich des weiteren Supports, was hier beispielsweise bei Pivots ja hier auch deutlich wird. Wenn wir den Support 1 hier als nächstes Kursziel nach unten nehmen, sind wir bei 1.982. Runterzugs bis zu dem Support 3, wo wir fast schon diese Nadel schon übertroffen haben von dem Brexit-Tief. Gut, das wären diese zwei Trade-Setups. Diesen 1.1075er Stop-Loss natürlich möglichst schnell versuchen auch runterzudrehen, also sprich also zu reduzieren den Stop-Loss-Rahmen. Je geringer er dann irgendwann ist, umso näher er auch dem dem Entry-Point wieder kommt, umso geeigneter ist es natürlich auch, dort unbeschadet aus dem Trade, völligst ohne einen einzigen Pip zu verlieren, dann auch rauszukommen, beziehungsweise in die Gewinnzone zu laufen. DAX läuft soweit bis jetzt zumindest ganz gut und ja, also wenn noch Fragen sind, vielleicht zum Beispiel auch irgendwie Sondermärkte, die vielleicht heute nochmal einen Blick wert sein sollen, dann gerne natürlich die eine oder andere Frage dazu. Ansonsten, was diese zwei Trade-Setups jetzt hier angeht, wäre das von meiner Seite schon mal hier, das schon mal von mir erledigt. Ja, das ist ja immer so bei uns. Wir sind ja anders als die anderen. Wir dürfen die Ausnahme sein. Bei uns dürfen Sie sich aktiv, interaktiv an den Webinaren beteiligen. Ihre Wunschmärkte, Ihre Fragen, wenn Sie etwas genauer erläutert bekommen möchten, Ihre konstruktive Kritik, alles ist willkommen. Bitte aktiv mit Ihrer Tastatur schreiben. Sprechende finden immer nur die Moderatoren. Wir haben immer 150, 250, 300 Teilnehmer. Da gibt es immer Hintergrundgeräusche, Telefon klingelt etc. etc. Deswegen wäre es zu großes Chaos. Deswegen dürfen Sie nur zuhören und sprechen tun die Moderatoren. Sie beteiligen sich mit Tippen und wir
Wir lesen es laut vor und Sie kriegen live im Webinar die Antwort. Wunschmarkt Nummer 1 heute ist auch US-Dollar, japanische Yen. Da sollten wir einen Blick drauf werfen, bitte USD, JPY. Das habe ich jetzt einfach schon mal getan. Ich habe nämlich was im Hintergrund gelesen. Das stimmte dann wohl auch dann. Dann gehen wir da auch nochmal explizit drauf. Da hat sich ja zumindest in den letzten Handelstagen, aber auch ein, zwei Wochen hier schon ein bisschen was getan. Das Ganze bekommt natürlich nach obendrein ein Stück weit mehr Geschmack, was hier Herr Kuroda in den letzten beiden Statements rausgelassen hat. Also das Thema Helikopter Money, also Helikoptergeld, dass man hier quasi bildlich vorgestellt Geld aus dem Hubschrauber wirft und auf die Konsumenten, auf die Verbraucher wirft, damit sie konsumieren können und die Wirtschaft stimulieren können. Das kann man sich natürlich so bildlich zwar vorstellen, aber darunter wäre auch zu verstehen, dass man wortwörtlich jedem Konsumenten oder japanischen Verbraucher eine gewisse Summe auf den Account überweist, mit der er aber gebunden irgendwie etwas konsumieren soll. Das wäre eine Form des Helikoptergelds. Diesem Helikoptergeld ist eine Absage erteilt worden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch heidenfroh, dass man da tatsächlich diese Entscheidung so getroffen hat, weil alles, was aus Japan bis jetzt in Geldpolitik kam und letzten Endes dann auch ein Stück weit hier rüber gespült wurde zu uns in andere westliche Länder, wie auch hier in die Eurozone, da ist man letzten Endes dann doch immer wieder in diese Richtung Japanifizierung gekommen, was hier die Eurozone angeht, die Japanifizierung der Eurozone. Das ist letzten Endes etwas, was unbedingt weiterhin noch zu vermeiden ist. Wir sind schon genügend japanifiziert mit Negativrenditen und so weiter und so fort. Gucken wir auf eine Einstellung. Das letzte Zwischentief, was wir hier hatten, 98,89, daran angelegt auf letzte Zwischenhoch. Kommen an mal ein paar interessante Fibo-Levels, die nach unten hin auch gelten. Einmal das 50-prozentige Retracement, in dem Fall hier 103,20 und was sehr oft also an FIBO-Marken eine höhere Bedeutung noch bekommt, ist dieser 61,8er FIBO-Retracement 102,20 grob betrachtet. Die Rückeroberung des letzten Swing-Hochs, das müssen wir natürlich jetzt erst einmal schaffen, um weiter bullisches Momentum hier zu generieren. Das wäre hier in dem Fall die, das will er jetzt nicht, aus irgendeinem Grund zeigt, da hängt irgendwas. 105,41,8. Wahrscheinlich habe ich einfach zu viele Charts hier auf. So, dann gehen wir noch auf das übergeordnete, und zwar längerfristige Chartbild. Da können wir gerne mal drauf schauen, was wir für eine übergeordnete Marke überhaupt gerade haben. Diese Fukushima-Lows, die wir hier im Bereich hier sehen, die sind auf jeden Fall hier als Anlage von der FIBO-Analyse langfristig betrachtet zu nehmen, auf das letzte Zwischenhoch auch anzulegen. Und da haben wir jetzt schon mehrfach auf Monatssicht hier dieses 50-prozentige Kursniveau hier angetestet und nach oben wieder verlassen. Also das ist grob betrachtet ja diese Runde 100, 190, fast 101. Und die Stufe, die wir jetzt beispielsweise jetzt auch in den letzten Handelstagen hier hatten, ist dann tatsächlich auch schon das nächste übergeordnete FIBO-Retracement. Diese 38-2er-Linie bei 106,89,4. Hier waren wir in dem Bereich schon deutlich drüber gekommen. Die nächste Stufe bei einem Rückläufer in den Bereich wäre dann hier tatsächlich schon eine 113er, fast 114er Ebene. Das wäre ein übergeordnetes Ziel für ein weiteres Abschwächen der japanischen Währung. Das würde allerdings dafür sprechen, dass wir von Japan, auch seitens Japan, von diesem gigantischen 10 Billionen Yen-Programm tatsächlich jetzt auch in den nächsten Tagen und Wochen mehr hören, wie genau das ausgestaltet wird. Das hängt dann wirklich von ab, nicht nur von charttechnischen Konstellationen, sondern hauptsächlich, wie die Regierung in Japan unter Shinzo Abe und sein Notenbankchef Kuroda, wie die das bewerkstelligen werden und ob sie das tatsächlich dann auch so in den Markt stellen, wie sie das beabsichtigt haben. Das wird eigentlich übergeordnet das Wichtigste daran sein, den Yen überhaupt zu schwächen. Abstufungen nach unten, und da bleiben wir auch gerne mal den Monatschart, die liegen hauptsächlich auch an der Meldung, wenn wir jetzt in den nächsten Handelstagen nämlich tatsächlich blicken wir
auf den S&P 500, blicken wir auch auf den Dow Jones und andere wichtige Kernmärkte. Wenn wir dort Kursabschläge sehen, dann werden wir automatisch sehen, dass der Yen wieder stärker wird. Sogenannte Risikoaversion führt zu einem Erstarken des Yen und führt letzten Endes dazu, dass sie auf jeden Fall wieder in Richtung der 100er Marke nach unten trudeln. Parallel, jetzt gucke ich gerade hier die Position im DAX, da bröckelt es ein wenig, der Gewinn bröckelt weg. Es ist gut möglich, dass wir da ausgestoppt werden. Dementsprechend empfiehlt sich das Setup, was ich vorhin sagte, mit zwei oder mehreren Lots das Setup zu fahren, dass man davor schon einen Gewinn mitgenommen hat, einen Teilgewinn und den anderen auf den Stop-Loss eben nimmt. Dann ist das Ganze nicht so schmerzig, beziehungsweise gibt es da ein bisschen das Gefühl ein, dass man da was Besseres davon getragen hat. Gut, nochmal kurzfristig auf den US-Dollar, japanischen Yen und da nochmal, zunächst einmal das rauslöschen, damit wir nicht zu verwirrt hier werden mit zu vielen Linien. Nochmal auf die letzte Bewegung, auf das letzte Zwischenhoch und auf das letzte Zwischentief. Da haben wir ja in dem Bereich das Zwischentief gesehen und hier das Zwischenhoch. Bevor wir auf das Neue hier kommen, werden wir das auch noch kurz anlegen. Und da haben wir, falsch rum angelegt. So rum, von dem Zwischenhoch auf das letzte Zwischentief, so rum. Da haben wir nämlich dann das Beispiel hier, dieser 161,8 FIBO, die jetzt hier auch wieder als Unterstützung heute zumindest herangezogen wurde. Bis dato hält sie 105,50 grob betrachtet. Wenn wir hier drauf schauen, 105,55 als Tief, ist das hier zumindest ein Niveau, wenn man heute mit einem Long Trade weiter in den Markt gehen will, in Richtung Tagesmitte und auch in Richtung des Tagesendes, dass man hier zumindest auf Tagesbasis schaut, dass man das 105,55er als Stop-Niveau heranzieht, möglicherweise sogar hier eher sogar den unteren Kerzenboden, also den Kerzenkörper hier nimmt. Dann kann man natürlich noch oben rein vielleicht nochmal schauen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo die jeweilige Toolnadel hier ist. Correlation Connect. Wo haben wir ihn? Spread Indicator, Candle Countdown, dass wir da nochmal ganz kurz den noch mit einbauen. Aus welchen Gründen auch immer funktioniert es gerade nicht. Ne? Nochmal kurz. Will nicht. Warum auch immer. Jedenfalls vielleicht ganz nützliches Tool, wenn man auf 4- oder auch Stundenbasis dort handelt, dass man nochmal zusätzlich sieht, wie viele Minuten es zum Candle Close dann ist und welche Schlüsse man daraus nochmal zusätzlich ziehen kann oder sich dann mit einem Candle Close neu an der bereits geschlossenen Candle nochmal orientieren kann. Wenn man das zum Beispiel auch auf 4-Stunden-Basis dann sieht, dass dann das Candle letzten Endes oberhalb des letzten Four Candles dann eben sich gebildet, also quasi nochmal ein höheres Hoch, ein höheres Tief, Verzeihung und so weiter, das dann als weitere Unterstützung noch heranzieht und dann noch das Stop-Loss weiter dann nach oben anpasst. Wenn du ganz genau schaust, siehst du unten rechts aber in weißer Schrift Candle Countdown. Candle Countdown hat natürlich Settings, Voreinstellungen, voreingestellt. Wenn sie neu starten, ist auch schwarzer Hintergrund, deswegen ist weiß ganz gut. Und wenn sie den Chart, die Farbe verändern, zum Beispiel auf weiß, was viele machen, dann auch immer daran denken, dass sie natürlich dann auch die Farbe der Anzeige entsprechend auf schwarz oder eine andere Farbe ihrer Wahl ändern. Oder wie ich es habe, dass sie die Candle direkt an der letzten Kerze platzieren. Das macht es dann auch noch ein bisschen schöner. Also die ganzen persönlichen Einstellungen können sie ändern, wie sie wollen. Bei Punkt 10 haben wir es immer kurz, knackig, prägnant. Immer ungefähr 15 bis 20 Minuten. Deswegen sind wir heute schon am Ende. Ich weise nochmal darauf hin, unser YouTube-Kanal fasst alle Webinare als Videoaufzeichnung. Und wenn Sie es nicht mitbekommen haben, scrollen Sie ein bisschen runter. Unser Trading-Simulator, eines der neuen Features, die seit Juli 2016 mit dabei sind, dass sie endlich, und das dürfte weltweit so exklusiv nur bei uns es geben, kein anderer MT4-Broker hat es, Trading-Simulator, dass sie manuell endlich simulieren können, ihre manuellen Strategien. Wahnsinn, in einer Woche 2300 Views, haben wir so noch nie erlebt, kommt ganz, ganz toll an, vielleicht gefällt es auch Ihnen, schauen Sie mal drauf, oder welche anderen Videos für Sie am Wochenende relevant wären. Oder, wenn Sie nicht genug von den Webinaren bekommen, am Sonntagabend 20:30 Uhr eine ganze Stunde Zeit, jeden zweiten Sonntagabend mit Jochen Schmidt
Marktvorbereitung auf die Handelswoche bereits am Sonntagabend. Also um 20.30 Uhr am Sonntag könnten wir uns wieder hören, wenn Sie wollen. Vielen Dank für heute. Grüße aus Berlin. Schönes Wochenende. Schlusswort vom Dirk. Ja, natürlich von mir aus auch noch ein schönes Schlusswort hier. Wir haben jetzt hier gerade aktuell zumindest schon mal bei diesem DAX-Short ein paar Punkte zusammengetragen. Das wäre dann auch parallel zum schönen Wochenende wünschen, vielleicht auch die Gelegenheit, möglicherweise jetzt einfach zu sagen, bei so einem Gewinn gehe ich jetzt einfach vielleicht schon sogar nach Hause und gehe jetzt einfach ins Schwimmbad. Kann man genauso gut tun. Als kleiner Nebenweg noch, das hatte ich vorhin auch noch beim Guten Morgen DAX-Webinar gesagt. Also ich wünsche allen natürlich ein erholsames Wochenende. Auch Achtung geben beim Pokémon-Spielen, nicht irgendwo gegen eine Laterne laufen oder in ein Loch fallen. Und ansonsten hören wir uns am Montag um 8.30 Uhr, sofern Sie mögen, zum Guten, Guten Morgen DAX-Webinar wieder. Bis dahin, gute Zeit und toi toi für die Trades. Danke, tschüss.